Weißt du eigentlich, warum du noch nicht heilig bist und so viele andere schon? Was meinen wir damit, ein Heiliger zu werden oder zu sein? Was ist der Heilige eigentlich? Ein entfernter Fürsprecher bei Gott oder doch ein lebensnahes Vorbild, dem wir nachfolgen sollen? Wir stellen uns gemeinsam heute die zwei wichtigsten Fragen für unser Leben. Wie erkenne ich den Willen Gottes? Und wie werde ich ein Heiliger? Wir zeigen dir, was der heilige Petrus und die heilige Mutter Teresa und so viele andere Heiligen gemeinsam haben. Aber aufgepasst, anschauen auf eigene Gefahr, denn danach hast du keine Ausrede mehr, kein Heiliger zu werden. 40 Tage für den Herrn. Über die Heiligenverehrung mit Gerulf Stix. Ein Heiliger zu werden sei ganz einfach, sagst du, Gerulf. Und damit grüezi und herzlich willkommen zu Quadracast 40 Tage für den Herrn, unseren Fasten-Podcast. Bevor wir gleich, Gerulf, herzlich willkommen übrigens, mit dir über die Heiligen reden möchten, eine Frage, die den ein oder anderen von euch wahrscheinlich genauso umtreibt wie mich. Wie bist du auf die Idee gekommen, heute über Heilige zu reden, wo doch gerade die Passionszeit beginnt? Das ist eine gute Frage. Die Frage habe ich mir selber auch gestellt. Aber im Grunde ist es ganz einfach. Christus, das sehen wir am heutigen Sonntag, zieht langsam, aber sicher Richtung Jerusalem und weiß auch schon, wo er landen wird, und zwar am Kreuz. Und die Heiligen haben nichts anderes getan. Sie haben Christus nachgefolgt. Christus hat ja gesagt, wer mein Jünger sein will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und genau das haben die Heiligen getan, jeder ein bisschen unterschiedlich. Und ein zweiter Punkt ist, dass wir das Fest des heiligen Josef feiern, ein ganz großes Fest. Der heilige Josef war der Nährvater Jesu und ist im Grunde das Beispiel eines Heiligen, der im Verborgenen gelebt hat. Also ist kein Widerspruch, wenn wir jetzt in der Passionszeit, wo wir ja den Blick weg von uns nehmen, weg von deinen oder meinen Fastenwerken oder Bußwerken, hin zu eben dem, was Christus nun tut, das ist kein Widerspruch, wenn wir da besonders auf die Heiligen schauen. Nein, ganz und gar nicht, denn der Heilige steht nicht vor Christus, sondern zeigt auf Christus. Wenn wir in die Kirche gehen, der Tabernakel ist in der Mitte, die Heiligen stehen rundherum. Und genauso ist es in der Passionszeit. Die Heiligen zeigen auf Christus und wir gehen mit den Heiligen und mit Christus auf Gott zu. Wenn du jetzt also dieses Bild von der Kirche bringst, was mir natürlich sehr gut gefällt, muss ich doch an die Frage oder an den Eingangssatz denken. Du hast gesagt, es sei ganz einfach, ein Heiliger zu werden. Ich kenne jetzt nicht so viele von meinen Freunden, die da in Kirchen auf Säulen stehen und auf den Tabernakel zeigen. Was ist also ein Heiliger? Naja, wenn wir klassischerweise von Heiligen sprechen, dann reden wir von den kanonisierten Heiligen. Das heißt im Grunde nichts anderes, als dass die Kirche hochoffiziell festgestellt hat, dieser Mann, diese Frau hat ein ganz besonders hervorragendes, heiligmäßiges Leben geführt und ist ganz sicher bei Gott im Himmel. Das ist also das, wenn wir von Heiligen sprechen. Aber eigentlich können auch wir uns selber, beziehungsweise wir von uns selber als Heiligen sprechen, wenn wir im Stand der heiligmachenden Gnade sind. Der heilige Paulus, vielleicht hat es der ein oder andere schon mitbekommen, spricht zum Beispiel die Gemeindemitglieder auch mit ihr Heiligen an. Ja. Versuchen wir also diese zwei Punkte mal ein bisschen auszupacken. Der erste Punkt, die kanonisierten Heiligen. Wo hat das angefangen? Also die Kanonisation selber, das ist dann im Laufe der Geschichte geschehen, aber es war schon im Grunde in der Spätantike, ziemlich bald nach dem Tod Jesu, wo dann die ersten Apostel gestorben sind, Petrus, der kopfüber gekreuzigt worden ist, oder Paulus, der mit dem Schwert enthauptet worden ist, wo man gesagt hat, diese Menschen, das waren ganz besondere, die hatten eine besondere Verknüpfung, Verbindung zu Gott und haben ihr Leben für Christus gelassen und haben somit auch eine besondere Beziehung, eine besondere Freundschaft, eine besondere, wie soll ich sagen, Verknüpfung zu Gott. Und wenn wir sie als Freunde haben, wenn wir den heiligen Petrus, den heiligen Paulus und die zig anderen Märtyrer, die in den ersten Jahrhunderten gestorben sind, wenn wir die als Freunde haben, dann haben wir ganz großartige Fürsprecher bei Gott. Also Freunde, die uns helfen können im Himmel. Das berührt mich auch so, diese Nähe zu den Märtyrern. Ich habe gerade kürzlich wieder mal sinnvolle Zeit verbracht, indem ich eine YouTube-Dokumentation angeschaut habe, und zwar ging es um das Petrusgrab. Und da ging es eigentlich darum, je mehr man über die ganze Geschichte, Archäologie und alles lernt und je tiefer man forscht, desto klarer wird das, was wir immer geglaubt haben, nämlich dass diese Kirche und dieser Altar, wie genau über dem Petrusgrab steht, und zwar den historischen Petrusgrab, dass das echt stimmt. Also das war dieses Erste, was die Christen gemacht haben. Sie haben die Nähe zu diesen Märtyrern gesucht. Ganz genau. Das war im Grunde dann auch bei der Eucharistiefeier, bei der Heiligen Messe, so dass man tatsächlich diese heiligen Geheimnisse gefeiert hat auf oder zumindest bei den Gräbern der Märtyrer. Wir sehen, was ist die Heilige Messe? Im Grunde gibt sich Christus hin, das ganze Opfer Christi. Was haben die Märtyrer gemacht? Auch sie haben ihr Leben gelassen für Christus. Und so hat sie das gleich verbunden, das Opfer Christi und das Opfer der Märtyrer, die jetzt ganz bei Gott sind. Und so hat sich das entwickelt, dass man eben auf den Altären, die Gräber der Heiligen sind, auch heute noch wohlgemerkt, in jedem Altar gibt es Reliquien von Heiligen, dass man eben diese Verknüpfung macht. Heilige Messe,
plus Heilige, auf dessen Gräber man feiert. Also in ihrem Leben, kann man sagen, im Leben der Heiligen, besonders ihrem Sterben, hat man eine Nähe, eine Verwandtschaft zu Christus gesehen und hat darum eigentlich auch die Nähe zu diesen Personen, zu diesen wirklichen Personen gesucht. Wie hat sich das dann fortgesetzt? Weil wenn ich heute an den Heiligen denke, wir haben ja auch hier einige aufgehängt, einige sind Märtyrer geworden, andere nicht. Also wie hat sich dieses Bild dann gewandelt mit der Zeit? Also ganz in der ganz frühen Zeit bis ins Mittelalter hinein war es im Endeffekt, der Heilige ist ein Fürsprecher. Er ist der besondere Freund Gottes. Es ist keine Person, die man unbedingt nachahmen muss. Es war noch nicht einmal so wichtig, ob er wirklich das und das gemacht hat, sondern ob er wirkt. Also ein Fürsprecher, ein wirkmächtiger Fürsprecher. Und so mit der Zeit hat sich das dann so gewandelt. Man hat Wallfahrten zu den Heiligen gemacht, man hat Gräber aufgesucht, man hat die Orte besucht. Und nach ist dieses Element dazu gekommen, der Heilige ist nicht nur Fürsprecher, sondern auch ein Vorbild. Ich glaube, das ist sogar in unserer heutigen Zeit mehr herausgearbeitet als das Fürsprechersein. Man hat die Heiligen eigentlich als Vorbild vor Augen. Nicht unbedingt alles immer nachmachen, aber der ein oder andere Aspekt, den kann man dem Heiligen schon auch, wie soll ich sagen, entsprechen. Ja. Und so war diese Entwicklung vom Fürsprecher einerseits hin zum Vorbild. Und beides zusammen ist im Grunde ein, denke ich, gesundes Gesamtbild, wie man die Heiligen betrachten kann. Das erinnert mich an diese Geschichte, die kennst du bestimmt und die meisten von euch werden die auch kennen, von diesem Typen, der da in der Sowjetunion irgendwie unterwegs war und es war streng verboten, irgendwas Christliches zu besitzen und er hatte in seinem Koffer eine Bibel und eine Heiligenvita. Und er wurde dann kontrolliert und natürlich hat man diese beiden Bücher gefunden. Und eines hat man ihm gelassen und eines hat man ihm weggenommen. Kennen Sie die Geschichte? Konkret diese Geschichte kenne ich nicht, aber ich kenne die Geschichte des heiligen Hieronymus, der eine Heiligenlegende gelesen hat und danach ein Heiliger geworden ist, ein Siedler. Also gehe ich davon aus, dass der oberste Sowjet die Angst hatte, wenn ich ihm die Heiligenlegende lasse, dass das vielleicht tatsächlich auch ein Heiliger werden könnte, insofern ein Problem für mein System. Also ich gehe davon aus, die Bibel wurde ihm gelassen, die Heiligenlegende weggenommen. Genau, und wahrscheinlich wird das in heutigen Zeit genauso passieren. Und zwar haben sie ihm gesagt, schau, hier steht es, wie es ist. Aber in der Heiligen, also in dem Leben der Heiligen, hast du den Beweis, dass es wahr ist. Genau, du hast ein ganz konkretes Beispiel vor Augen. In der Heiligen Schrift, das ist schön, aber allgemein, es ist die Offenbarung Gottes. Wer ist Gott? Wie ist Gott? Wie habe ich zu leben? Aber bei den Heiligen hast du ganz konkret ein Beispiel vor Augen. Ich habe einen Menschen vor Augen, bei den neuen Heiligen sogar von der Geburt bis zum Lebensende, welche Farbe des Hemdes er getragen hatte, vielleicht sogar noch ein bisschen übertrieben gesagt. Aber du hast ganz konkret ein Beispiel vor Augen, wie lebe ich oder wie kann ich leben, um heilig zu werden? Und das kann natürlich für zum Beispiel das kommunistische System sehr unbequem werden. Nun ist ja ein Heiliger zu werden, hast du gesagt, etwas Einfaches. Also stellen wir doch diese einfache Frage, die sich ja schon fast erübrigen müsste. Wie werde ich ein Heiliger? Die Antwort ist so einfach, banal, aber gleichzeitig auch vielleicht ein bisschen kompliziert. Und zwar, im Grunde werde ich heilig, wenn ich dem Willen Gottes entspreche, wenn ich den Willen Gottes erfülle. Und zwar mit Liebe. Da würde ich sagen, hast du uns vom Regen in die Traufe geführt, denn ein Heiliger zu werden ist kompliziert, aber was heißt denn eigentlich, den Willen Gottes zu erkennen? Das scheint mir manchmal fast irgendwie noch schwieriger. Mhm. Vielleicht sollte man ganz grundlegend beginnen. Der liebe Gott hat für jeden von uns einen Weg vorgezeichnet oder er weiß genau, welchen Weg wir gehen sollen, um heilig zu werden. Es gibt so viele Wege zur Heiligkeit, wie es Menschen gibt. Das heißt, man braucht kein vorgefertigtes System, um zu sagen, genau das musst du gehen oder das musst du gehen, um heilig zu werden. Kann man gehen. Manche treten in den Orden ein, manche treten in eine Priesterbruderschaft ein, wie wir beide es getan haben, und manche werden Familienväter und Mütter. Und im Endeffekt lässt sich das alles zusammenfassen im Willen Gottes. Jetzt haben wir gesehen, gut, also ich kann zum Beispiel eben wie ein Petrusbruder werden und den heiligen Petrus als spezielles Vorbild nehmen. Zum Beispiel, ja. Aber wie gestaltet sich das konkret in meinem Alltag aus? Also gibt es eine Hilfe, weil das Schwierige ist ja oft, den Willen Gottes zu erkennen, weil ich entweder viel zu nahe dran bin oder viel zu weit weg oder weil ich mir das viel zu groß vorstelle. Gibt es eine Hilfe, diesen Willen Gottes in kleine, passende Stücke meines heutigen Tages zu packen? Gut, ich stelle dir mal eine Gegenfrage, lieber Stefan. Was machst du, wenn du deine Gewissenserforschung vollziehst oder vor der Beichte? Hast du eine Liste, die du abgehst? Ja, ich habe den Beispiel von Pater Ram. Und da ist es eigentlich ganz gut aufgeführt. Und so wie ich mich erinnern kann, geht es da nach den Geboten. Die Gebote sind nichts anderes als der verschriftliche Wille Gottes. Also wir erkennen die 10 Gebote, das ist im Grunde das, was Gott von uns will. Man kann sogar noch mehr zuspitzen, wenn man sagt, das Doppelgebot der Liebe. Der liebe Gott möchte einfach von uns, dass wir Gott lieben
und das für unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Und darin müssen wir, können wir, dürfen wir den Willen Gottes entdecken. Also sagen wir, die Basic-Maßstäbe sind für unsere Liebe oder eben, ob wir dieses Doppelgebot halten, sind mal die 10 Gebote. Also ehre ich Gott, gebrauche ich seinen Namen nicht schlecht, morde ich nicht allzu oft und stehle ich nicht allzu viel. Jetzt kann man aber sagen, vielleicht der eine oder andere sagt, ja gut, ist eine Zeit her. Wie zeigt sich denn das in meinem Leben? Weil ich bin aktuell nicht mehr in der Wüste und auch nicht am Sinai. Und es ist inzwischen einiges passiert. Das stimmt, tatsächlich sind mittlerweile mehrere tausend Jahre vergangen. Aber es gibt noch einen zweiten Aspekt, den man betrachten kann, und zwar sind das die Standespflichten. Was meine ich damit? Das sind die Pflichten, die sich aus dem ergeben, was ich gerade bin oder in welcher Situation ich mich befinde. Zum Beispiel, Stefan, du bist Seminarist, du bist Geistlicher und du hast gewisse Pflichten, die damit verbunden sind. Du solltest das Brevier beten, du solltest eine Betrachtung machen, du solltest studieren. Deine Mutter ist kein Seminarist und wird es wahrscheinlich auch nicht mehr werden, sondern sie war Mutter und ihre Aufgabe, sie ist Mutter und ihre Aufgabe war es, wie du klein warst, dich zu ernähren und dich zu erziehen. Ich finde es ein spannendes Wort, weil dieses Wort Standespflichten, das habe ich so nie gehört, bis ich eben das erste Mal mit ziemlich vielen Jahren schon auf dem Buckel diesen Beispiel vom Paterraum aufgeschlagen habe. Wenn wir also jetzt sagen, ja gut, Gebote halten und Pflichten erfüllen ist irgendwie schon noch nicht ganz das, was ich mir vorgestellt habe unter einem Heiligen. Kannst du dieses Wort ein bisschen für uns fassbarer machen? Was heißt denn Standespflichten, das sich ergibt, aus denen, wie erkenne ich das? Gibt es da ein Mittel, wie ich erkenne, was sich eben jetzt als wichtig und richtig zeigt in meinem Leben, in meiner konkreten Situation, in meiner Standespflicht? Man muss das Wort Standespflicht gar nicht kennen, um seine Standespflichten zu erfüllen. Vielleicht, wenn du selber mal in dein Leben zurückdenkst oder wenn ihr in euer Leben zurückdenkst, wie ihr vielleicht als Jugendlicher gearbeitet, gelebt habt, man hat immer eine gewisse Ruhe oder Unruhe in sich. Wann war man ruhig? Wann warst du ruhig, Steffen? Ich denke, lass mich raten, du warst ruhig, wenn du deine Aufgaben erfüllt hast und sie vielleicht sogar sehr gut erfüllt hast. Du wirst unruhig gewesen sein, wenn du weißt, morgen ist der Abgabetermin meiner Bachelorarbeit und ich bin eigentlich weit hinter dem, was ich hätte machen sollen. Dann hast du deine Pflicht nicht erfüllt und dann bist du unruhig. Und das ist, wenn man sagen kann, man hat eine gewisse Ruhe in sich, man ist zufrieden mit dem, wie es jetzt eigentlich ganz gut läuft und man weiß, ich habe die Hausaufgaben erledigt, ich habe das und das erledigt und ich habe eine Ruhe in mir, dann ist das, glaube ich, ein gutes Zeichen zu sagen, okay, die Standespflichten sind im weiten Sinne erfüllt. Wenn ich aber merke, okay, Unruhe, vielleicht soll ich da noch was tun. Also ein Heiliger zu werden, sagst du, ist ganz einfach. Und das gute Fundament, auf das wir uns stellen können, sind eben die Gebote zu halten und die Standespflichten zu erfüllen. Jetzt freue ich mich auf deine Aufgabe. Als Aufgabe der Woche würde ich euch vorschlagen, dass ihr, wenn ihr es nicht schon längst getan habt, einen Jahresheiligen zieht. Da könnt ihr zum Beispiel ein Heiligenlexikon nehmen und einfach mal aufschlagen. Oder auch im Internet gibt es einige Generatoren, die euch einen Heiligen suchen können. Und diesen Heiligen dann ganz besonders, vielleicht auch ganz besonders in dieser Woche, als Vorbild nehmen. Beschäftigen, vielleicht eine Vita heraussuchen, ein Buch suchen. Es gibt ja viele heilige, wunderbare Bücher. Und dann ganz konkret mit diesem Heiligen dann in die Passionszeit eintauchen und dem Weg mit Jesus nachzugehen. Heilige sind große Vorbilder und Fürsprecher. Und vielleicht findet ihr sogar eine Kirche in eurer Nähe oder nicht ganz so nah, um eine Fußwallfahrt oder eine Autowallfahrt, eine Zugwallfahrt hinzumachen, um den Heiligen dann ganz konkret in dieser Kirche, in der Kirche normalerweise dann auch die Reliquien des Heiligen vorhanden sind, zu verehren, als Fürsprecher anzurufen und als Vorbild zu nehmen. Zwei Sachen sind also wichtig. Heilige verbinden uns auf die eine oder andere Weise mit Gott und ein Heiliger zu werden, ist so einfach, dass du und ich und auch du keine Ausrede mehr haben, ein Heiliger zu werden. Es ist Passionszeit, vielleicht der eine oder andere hat die Fastenvorsätze bereits zum Fest herausgeworfen. Falls ihr so jemanden kennt, vielleicht empfehlt ihr mal diesen Podcast, gibt vielleicht ein bisschen Pfupf für die letzten zwei Wochen hin zu Ostern. Denn am Schluss geht es darum, wie auch unser Podcast hier heißt, Quadracast 40 Tage für den Herrn. Wir möchten vor allem lernen, auf ihn zu schauen, in der Beziehung zu ihm zu wachsen. Das werden wir auch durch die nächste Woche dann mit deinen Kurzimpulsen immer weitermachen. Es geht darum, unseren Blick für den Heiland zu schärfen, um ihn mehr zu lieben, besser zu sehen, wer er ist und wie er mit unserem Leben zusammenhängt. Auch mit der Schönheit seines Plans, wie wir das eben bei den Heiligen sehen. Wir versprechen euch unser Gebet und bitten euch auch um euer Gebet für uns, für diesen Podcast, alle, die da zuschauen. Ich freue mich schon auf diese Woche, auf deine Kurzimpulse und danke,